Wenn Moritz Leuenberger etwas nicht gerne macht, dann ist es das, Fernsehinterviews geben. Auch an diesem Tag im Sommer 2001. Allen Schweizer Sendern gibt er während einer Stunde die Möglichkeit, per Satellitenleitung Fragen zu den Luftverkehrsverhandlungen mit Deutschland zu stellen. Was er nicht weiß, TV3 nimmt nicht nur die Antworten auf, sondern auch alles, was er zwischen den einzelnen Interviews sagt. Und diese Passagen sind weitaus interessanter, denn schon im ersten Interview mit dem Westschweizer Fernsehen kommt der Medienminister in Rage, weil ihm die Fragen des Journalisten gar nicht passen. Das ist doch ein Scheiss, oder? Komm mal, verrückt. Und jetzt soll ich da noch eine halbe Stunde das Eich ablassen, mit unvorbereiteten Journalisten. Peinlich. Hey, komm, das ist doch jetzt ein Scheiss, was du da gefragt hast. Nein, also ich komme. Die grosse Leute. Nein, und jetzt soll ich nur noch eine Stunde lang da den Scheiss ablassen, meine Leute. Und nein, das mache ich nicht mehr. Sollen Sie normal ihre Intro machen? Der gleiche Scheiß wie da. Das macht einem ja nur verrückt, oder? Ja, Scheiße. Sind Sie vorbereitet auf die Fragen? Ich wäre schon vorbereitet, das Studio ist nicht vorbereitet. Ah, ja, nein, eben, also das geht doch nicht. Hä? Wir machen es am Telefon, Herr Bundespräsident. Hä? Wir machen es am Telefon, wir nehmen das nachher wieder vor. Ja, ja, machen es am Telefon, ja. TV3. Container mehr, oder? Der gerade aktuell. Keine Ahnung, oder? Das geht auf dich und dann sag ich. Wir sind ready seit einer halben Stunde, wir könnten eigentlich gerade anfangen. Also machen Sie das. Sie hören mich auch, Herr Leuenberger, in dem Fall. Wunderbar. Ich habe drei Fragen in Mundart vorbereitet. Und ja, würde ich gerade loslegen, wenn ihm das recht ist. Machen Sie das. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Leuenberger. Bitte. Alles Gute in dem Fall. Danke vielmals.